Über 70 Jahre, so eine lange Zeit. Zu Recht werden wir von den Mandanten gefragt, warum hat das 70 Jahre gedauert, bis die Leute vor Gericht standen. Das hat was mit der deutschen Geschichte zu tun. Es war das Ende der Welt. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch so etwas durchstehen kann. Rosa Bloch ist ein kleines Mädchen, als sie ins KZ Stutthof bei Danzig kommt. Bewacht von der SS und ihren Wachleuten, darunter Johann R. Dem wird in Münster 2018 der Prozess gemacht. 94 Jahre alt, angeklagt der Beihilfe zum Mord in hunderten Fällen. Eigenhändig gemordet haben will Johann R. nie. Einfacher Wachmann sei er gewesen, mehr nicht. Warum erst jetzt? Warum so spät? Zum einen liegt es natürlich, dass in der Nachkriegszeit, in den 50er, 60er Jahren, noch viele im System waren, die da einfach kein Interesse an dieser Aufarbeitung hatten, weil es sonst wahrscheinlich auch an sie rangegangen wäre. Ich glaube, das ist eine Nachlässigkeit gewesen. Es ist wahrscheinlich auch ein Desinteresse an den Opfern gewesen. Und es hat bestimmt auch was damit zu tun, dass auch eine Gesellschaft sich ihrer Geschichte stellen muss und erkennen muss, dass es halt eben nicht die einzelnen Haupttäter gab, sondern dass es halt Tausende von Mittätern gab, die letztendlich ganz normale Menschen waren. Die Justiz tat sich schwer mit der Verfolgung der NS-Verbrechen. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 endete zwar mit Verurteilungen für die Haupttäter, aber auch mit Freisprüchen für jene, denen eine direkte Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden konnte. Durchgesetzt hatte den Prozess der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gegen Widerstände in Justiz und Politik. Dass er zustande kam, war Erfolg und Misserfolg zugleich. Zunächst mal muss man dazu, glaube ich, feststellen, dass das Gericht oder die Richter in Frankfurt ja nicht der Argumentation Fritz Bauers gefolgt sind, der davon ausgegangen ist, dass jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise an diesem Prozess dieser Tötungsmaschinerie in Auschwitz beteiligt hat, des Mordes schuldig war. Dieser Auffassung sind die Richter ja nicht gefolgt. Und das hatte weitreichende Folgen. Erst 2016 korrigierte der Bundesgerichtshof diese Rechtsauffassung. Erst seitdem können auch einfache Angestellte der Lager der Beihilfe zum Mord angeklagt werden. Und Mord verjährt nicht. Vernichtungslager wie Stutthof funktionierten überhaupt nur dank vieler sogenannter kleiner Rädchen, wie der Dokumentarfilm nachdrücklich zeigt. Stutthof war für mich, dass ich am Eingang einen Berg aus Schuhen gesehen habe und dass das die Schuhe der Menschen waren, die in den Gaskammern ermordet wurden. Ich verstand, dass das wahrscheinlich auch mit mir gemacht würde und dass ich dort nie wieder herauskomme. Auch in Hamburg kommt es 2020 zum Prozess gegen einen Wachmann des KZ Stutthof, Bruno D., 93. Seinerzeit war er 17, deshalb kommt Jugendstrafrecht zur Anwendung. Die Anklage wirft ihm Beihilfe zum Mord vor und fordert eine Jugendstrafe. Am Ende wird er schuldig gesprochen. Für die Opfer ein überfälliges Urteil. Aber was bedeutet der Prozess für uns und all jene, für die der NS-Staat mehrere Generationen zurückliegt? Also ich denke, dass auch die jüngere Generation sich sehr für diese Prozesse interessiert, wenn so ein Unrecht begangen worden ist. Und wie ist es danach weitergegangen und wie geht man mit diesen Tätern um? Und das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt, dass diese Lücke geschlossen wurde. Und dass man sagt, auch etwas, was vor 70, 80 Jahren stattgefunden hat, wird auch nochmal strafrechtlich verfolgt, wenn es sich um solche schweren Taten wie Massenmord handelt. 2 Jahre auf Bewährung lautet am Ende das Urteil. Für die Opfer aber zählt nicht die Strafhöhe, sondern die Anerkennung der Schuld durch ein deutsches Gericht. Endlich.